Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Sabotin und heute gibt es einen weiteren Meta-Montag. Das Deck, was ich für heute mitgebracht habe, ist einmal Sky Striker. Und das ist die Go-Second-Variante, also wir spielen sehr wenig Handtraps und sehr viele Boardbrecher-Karten, um zu Game aufzuhalten oder Game zu kontrollieren. Ganz, ganz wichtig. Der Grund, warum ich mir jetzt Sky Striker rausgesucht habe, ist, weil ich so zu ziemlich allen Meta-Decks schon ein Deck-Profile gemacht habe. Das Edek Nissa Deck, das wir wahrscheinlich nächste Woche kommen, an dem arbeite ich noch ein bisschen, um zu gucken, was so die besten Ratios sind, die ich für mich persönlich halt gefunden habe. Und ja, dann starten wir mit Sky Striker. Das ist aktuell so ein Tier 2 Deck, Engage zurück auf 1. Und dann starten wir mit dem Deck. Wir fangen an mit 3x Ray. Eine extrem gute Karte, die brauchen wir für alle Striker-Monster, also auf jeden Fall sehr, sehr notwendig. Die hat zwei Fähigkeiten. Die eine Fähigkeit ist, dass ihr tributieren könnt. Dann könnt ihr aus eurem Extra Deck ein Monster als Linkbeschwörung beschwören. Ganz nice eigentlich. Der zweite Effekt ist die, wenn ein Sky Striker Link Monster das Spiel verlässt, wie ist vollkommen egal, den Karteneffekt, könnt ihr die vom Friedhof spezial beschwören. Also der Effekt geht quasi in sich zusammen. Dann das nächste Monster, was wir spielen, ist einmal Sky Striker Ace for Rose. Ich spiele die auch nur einmal. In der Go Second Variante kommt der Effekt aber nicht so oft vor. Die hat die Fähigkeit, dass wenn Sky Striker Monster gespecialt wird, dass wir die von Hand spezial beschwören können. Das ist okay, das kann uns halt Sieg machen. Und der zweite Effekt ist der, wenn die im Friedhof ist und wir ein gegnerisches Monster durch Karteneffekt oder durch Kampf aus der extra Monsterzone entfernen, können wir die vom Friedhof spezial beschwören und dann können wir einen Effekt auf dem Feld annullieren. Also Monster-Effekt. Ist ganz nett, aber nicht wirklich notwendig. Dann spielen wir drei Handtraps. Die sind einmal Effekt-Wailer. Im aktuellen Format wieder ziemlich gut. Und sie ist halt ein Hexamonster. Hier könnten wir auch theoretisch Drawn Lockpit spielen, aber ich glaube, dass Wailer im Main-Deck aktuell die bessere Karte ist. Machen wir weiter mit dem letzten Monster im Deck. Das ist einmal Toon Cyber Dragon. Ich habe mich jetzt entschieden, den zu spielen, denn es wird deutlich mehr Edek Nissa gespielt. Und das Monster zu outen, was sie hier hinlegen, was unaffected ist, ist nicht ganz so einfach. Und dafür habe ich mich entschieden, den zu spielen, weil der outet ihn halt inherent. Und dafür kriegen wir auch drei Spells. Also hier mehrere Benefits. Ist jetzt vielleicht nicht die beste Variante, aber ich gucke mal, ob das halt irgendwie funktioniert. Machen wir weiter mit den Spells. Kommen wir erstmal zu ein paar One-Offs. Da spielen wir einmal Rota, also Reinforcement of the Army, um unsere Sky Striker Monster zu suchen. Denn wir spielen halt nur 4. Und mit der Hornet Drones, mit der hier, spielen wir 5. Und dafür brauchen wir halt die eine, um es halt zu machen. Die nächste Karte, die halt entweder oder sein kann, ist Engage. Dass die wieder auf 1 ist. Oh mein Gott. Die Karte ist einfach strong. Ihr könnt mit der was suchen und was ziehen. Was ziemlich gut ist. Wenn ihr natürlich drei Spells im Grave habt. Das ist halt inherent von den Skystriker-Karten. Der Benefit, wenn du drei Spells im Grave hast, dass sie halt mehr Effekte triggern können. Dann machen wir weiter mit der besten Karte neben Engage im Deck. Und das ist natürlich der Widow Anchor. Den spielen wir dreimal, weil die Karte einfach unglaublich powerful ist. Und negieren und klauen ist schon ziemlich stark. Das nächste 3-Off ist einmal Area Zero. Die spielen wir auch mal dreimal, weil die auch wieder ein Access ist zu Ray. Und weil die halt dafür sorgen kann, dass wir gegebenenfalls unsere Sky-Striker-Karten bekommen können oder gegebenenfalls ein paar Karten noch outen können, die wir nicht wegbekommen können oder so. Ist auf jeden Fall not bad. Dann spielen wir zweimal die Shark-Cannon. Eine sehr gute Karte, die Karten von gegnerischen Friedhof banishen kann. Und ganz wichtig, die spezial beschwören kann, wenn wir sie brauchen. Dann spielen wir noch einen Removal mit Afterburners, also wirklich so ein One-Off-Removal im Deck, der super ist. Das kann nämlich hilfreich sein. Und die letzte Karte, natürlich die beste Karte für die Striker-Karten, ist natürlich Multirolle. Ist da auf 1, ich würde gerne mehr spielen, aber wir haben halt nur eine Multirolle, also können wir auch nur eine spielen. Machen wir weiter mit den anderen Spellkarten, die wir noch spielen. Wir spielen dreimal Toon Table of Contents. Ich denke, ihr wisst, was die Karte tut, die sucht die Toon-Karte, das heißt, die kann sich selber suchen und dann den Toon Cyberdrachen. Und damit haben wir halt drei Spells im Grave, was halt ziemlich gut ist. Nächste kleine Engine ist schon bekannt, da spielen wir zweimal Foolish Berry Goods und einmal die Metal Force Fusion. Das bedeutet, wir kriegen zwei Spells im Grave und können gegebenenfalls eine Karte ziehen, falls wir das wieder machen können. Dann spielen wir ein bisschen Removal in Form von Mystic Quill Space Typhoon. Ihr könnt jetzt lachen, aber die Karte ist in dem Deck legit besser als viele andere, denn ihr könnt mit der Karte auch eure eigene Field Spell schießen, um halt Access zu Raid zu bekommen. Das ist zwar ein 2-Karten-Investment, aber das kann euch manchmal den Arsch retten, wenn ihr wirklich halt keinen Access zu der Karte habt, denn ohne Ray oder Access zu den Striker-Monstern stirbt das Deck halt. Deshalb ist die Karte halt legit halt ganz gut. Und sie kann halt nervige Backroll-Karten outen. Deswegen ist sie halt auch ganz gut. Dann spielen wir noch zwei andere Karten für Field Spells. Wir spielen einmal eine Mystic Mine. Ihr könntet auch zwei Mystic Mine und zwei Area Zero spielen. Ich habe mich jetzt aber für eine andere Ratio entschieden. Denn ich spiele noch einmal Terraforming. Denn ein Spell im Grave zu haben, ist halt besser als mehrere Field Spells zu spielen. Deswegen spiele ich hier noch Terraforming und halt die eine Mine. Und jetzt kommen wir zu den Boardbrecher-Karten. Denn wir spielen halt Go Second. Das sind einige. Wir spielen dreimal
Dark Ruler No More. Monster-Effekte sind ein bisschen böse. Deshalb spielen wir die Karte. Dann spielen wir dreimal Lightning Storm, weil Backrow-Decks uns ein bisschen stören können. Und die ist auch gegen manche Combo-Decks halt ziemlich stark. Dafür haben wir sie. Und dann haben wir einmal Raigeki und einmal Federsturm. Ich denke, brauche ich nicht zu sagen, sind zwei ganz gute Karten, wenn ihr Ghost-Hacking-Variante spielt und wir wirklich ganzen Boardbrecher haben. Denn Dark Ruler plus eine von den Rule-Karten ist halt schon ziemlich gut. Kommen wir zum Ex-Deck, das ist ziemlich Standard. Wir spielen dreimal Kagari, das ist natürlich die beste Karte in eurem Ex-Deck. Die kann uns eine Skyscraper-Karte wieder vom Friedhof adden und die kriegt ATK dazu, abhängig davon, wie viele Spells wir haben, was aber ziemlich cool ist. Dann haben wir Shizuku, die kann uns in der Endphase was adden, was wir nicht schon im Friedhof haben, und reduziert die ATK von Monstern um die Spells, die wir im Friedhof haben, um 100 Punkte. Dann spielen wir eine Kagari und eine Sieg. Beides Utility-Karten, die keiner braucht ihr eigentlich nur, wenn ihr euch danach retten wollt in der gegnerischen Runde. Und die Sieg ist wirklich nur dafür da, um entweder hoch zu linken oder um Monster zu removen, die auf eurem Feld sind, die wir eigentlich nicht da haben wollen. Dann spielen wir noch zweimal Hayate. Ich hätte gern drei gespielt, aber mit dem Thunzauberdrachen habe ich den einen Platz nicht mehr, deswegen habe ich jetzt Hayate gegattet, weil ich die anderen Karten, die anderen vier, die jetzt noch kommen, als ein bisschen wichtiger angesehen habe. Denn die erste Karte davon ist einmal ein Ningirsu. Die ist halt ein Removal, was uns halt Dragoon removen kann. Weil sonst haben wir mit dem Deck extreme Schwierigkeiten, den wegzuhauen. Und wir müssen das irgendwie removen. Das heißt, wir können so Linkmaster auf Gegner klauen, also die Werte. Und können im Skystriker Link den Gears machen und dann was weglegen. Und das ist halt das Outfit Dragoon. Ist also nicht bad. Dann spielen wir einmal Alki Firebreaks, weil wir halt den Tuner spielen. Oder wir können uns halt einen Tuner klauen mit Shark Cannon oder mit Widow Anchor, so aus in der Richtung. Und dann spielen wir noch einmal Selene. Selene kann uns halt wieder das Hexamonster zurückgeben. Und dann können wir Access Code Locker machen. Und das ist halt eine OTK-Kombo, die euch halt hilft, um halt ein paar Karten wegzuhauen und dann für Gamer zu greifen. Mehr macht das quasi nicht. Normalerweise zeige ich euch jetzt hier das Endboard, aber wir spielen ein Ghost-Hacken Boardbreaker Deck. Das heißt, es gibt normalerweise kein Endboard. Ihr endet auf zwei Wither Anchor und halt Shizuku, wenn ihr nicht eh schon gewonnen habt, so um den Dreh. Und ihr kontrolliert halt das Spiel. Das heißt, es ist mehr so ein Control-Deck als ein Combo-Deck. Deswegen gibt es da nicht wirklich viel zu sagen zum Endboard. Das war's schon mit dem Deckbrief für heute. Lasst mir gerne mal ein Like und ein Abo da für künftige Videos von mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann rein. Ciao, Leute.